Ja, hallo und herzlich willkommen heute mal zu einem anderen Video von mir. Und zwar war ich ja vor 2 Tagen auf der Tour Natur, der Wandermesse in Düsseldorf. Und ich wollte euch mal zeigen, was ich mir von da mitgebracht habe. Und zwar geht es um diese Tasche hier. Und wenn ihr sehen wollt, was da drin ist, dann bleibt dran. Bis gleich. Geht es jetzt heute hier um die Tasche und was ich mir von der Messe so mitgebracht habe. Ich würde sagen, ich räume jetzt einmal die Tasche aus und dann baue ich nochmal die Kamera rum, damit ihr ein bisschen näher dran seid. Also, jetzt erstmal hier ein großer wüster Haufen. Könnt ihr wahrscheinlich so großartig gar nichts erkennen. Wie gesagt, ich baue jetzt dann nochmal die Kamera um und dann geht es ins Detail. So, jetzt habe ich die Kamera nochmal umgebaut und dann zeige ich euch mal im Detail, was in der Tüte so drin war. Also als erstes nochmal vielen Dank an die Messe Düsseldorf, dass sie mir eine Presseakkreditierung ausgestellt haben, dass ich auf der Messe filmen durfte. Mal so als erstes Dankeschön. So, dann habe ich mir ein bisschen was an Prospektmaterial mitgenommen. Also diesmal habe ich es wirklich geschafft, nur ein bisschen was mitzunehmen. Ich habe mich wirklich auf das beschränkt, was mich so im Moment am meisten interessiert. Und ich denke mal, so nach und nach werdet ihr das aus den Prospekten Erlebte auch auf meinem Kanal zu sehen bekommen. Ja, das erste, was ich mir mitgenommen habe, sind die Riegel InnoBar von InnoSnack. Die meisten von euch werden sie schon kennen, wer sie noch nicht kennt. Das sind Müsli-Riegel, die vom Prinzip her anders aufgebaut sind als die ganzen herkömmlichen, die man so in jedem Geschäft kaufen kann. Sie enthalten eine andere Zuckerzusammensetzung, und zwar Isomaltose. Diese wird vom Körper anders abgebaut und hält den Blutzuckerspiegel über einen längeren Zeitraum auf einem etwas höheren Niveau als normaler Zucker. Das heißt, man kommt nicht so schnell in den sogenannten Hungerast und ist halt länger mit Energie versorgt, gerade auf längeren Touren interessant. Die Dinger werde ich jetzt mal ausprobieren und dann bei Gelegenheit mal ein Video dazu machen. Dann das nächste, was ich mir mitgebracht habe, sind ein paar Ride Socks. Und zwar basieren die auf der Grundlage, dass früher galt es als Geheimtipp, unter den normalen Wandersocken ein paar ganz dünne Socken anzuziehen. Dadurch sollte erreicht werden, dass es zwischen Socke und Haut weniger Reibung gibt und dadurch entsprechend weniger Blasenbildung. Ja, zu diesen Socken werde ich dann auch ein Video machen. Ich werde sie auf meiner nächsten Tour tragen. Und dann schauen wir mal, ob das wirklich was bringt. Ich bin gespannt. So, und als nächstes oder auch als letztes habe ich mir dann hier diese Loprello-Karte vom Eggeweg mitgebracht. Damit habe ich auch schon verraten, was ich demnächst vorhabe.
Aber das wird auch erst nächstes Jahr werden. Dann möchte ich den Eggeweg gehen. Dazu habe ich mir diese Karte mitgebracht. Und zwar sind diese Leprello-Karten anders aufgebaut als normale Wanderkarten. Die sind in der Regel für Mehrtagestouren gedacht. Und zwar zeigt diese Karte, wenn man sie aufschlägt, immer nur einen Abschnitt des Weges. Diesen dafür aber ziemlich genau. Und man kann auch recht gut die Entfernung abschätzen. Und ich weiß nicht, falls ihr Interesse habt, mal so eine Karte stellvertretend für viele andere Karten zu sehen, schreibt mir in die Kommentare. Dann stelle ich euch diese Karte einmal genauer vor. Die sind ganz interessant. Ich bin ja vor kurzem den Hexensteig gelaufen und hatte da auch so eine Karte dabei. Bin damit ganz gut zurechtgekommen. Deshalb habe ich mir diese ja auch gekauft. Ja, das war mal ein etwas anderes Format hier auf meinem Kanal. Quasi ein kleiner Haul, den ja eigentlich nur so die Beauty-Kanäle machen. Ich wollte euch mal zeigen, was ich mir so von der Messe mitgenommen habe. Und wie gesagt, es ist auch ein kleiner Vorschau, eine kleine Preview auf Videos, die demnächst hier auf meinem Kanal zu sehen sind. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich sage dann mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.